Hallo, grüß euch. Hallo, das war noch was. Ich mache heute wieder mal seit langem ein Brot. Und zwar habe ich das jetzt einmal gebacken und meine ganze Familie war total begeistert. Und darum habe ich mir gedacht, das zeige ich euch jetzt. Ich meine, ich stelle überhaupt nichts ins Netz, was ich noch nie gemacht habe und wo ich nicht selber überzeugt bin davon. Und zwar ist das ein Dinkelroggenmehlbrot. Ganz einfach zu machen, geht super. Ich mache es jetzt heute im Thermomix. Es könnt ihr genauso in jeder anderen Küchenmaschine machen. Nur ich gebe euch einen Tipp beim Brotbacken. Lasst es relativ im Thermomix 2,5 Minuten. Aber in der KitchenAid hat es so sicher 6, 7, 8 Minuten richtig gut durchkneten lassen. Das finde ich fürs Brot immer sehr wichtig. Dann haben wir da Roggenmehl. Ich schreibe natürlich das Maß ganz genau ein. Gell? Dann nehmen wir nicht ganz einen Esslöffel Salz, Brotgewürz. Da könnt ihr ruhig einen Esslöffel rein tun. Ich finde das einfach immer total gut. Ich mag Brotgewürz. Wenn man es nicht mag, weglassen bitte. Geht genauso. Sauerteigpulver, das sind 15 Gramm Sauerteigpulver. Das ist eigentlich ganz fein, muss ich sagen. Ich habe den Sauerteig früher immer angesetzt. Geht auch, aber ich muss sagen, das Pulver ist eigentlich fantastisch. Ich kaufe das bei einer Mühle. Da wird wirklich der Sauerteig getrocknet und eben, das ist reine Natur pur. Das ist in etwa das gleiche, als wenn es halt in Sauerteig selber umsetzt. Dann habe ich 400 ml Wasser. Ich tue jetzt immer ins Wasser rein, entweder ein kleines Kaffeelöffel Gerstenmalz. Das tue ich eigentlich normal rein, muss ich sagen, weil ich keinen Zucker mag. Weil ich das nicht notwendig finde im Brot. Aber ich habe halt leider kein Gerstenmalz da. Jetzt habe ich ein Viertel Kaffeelöffel Zucker reingetan ins Wasser. Also wirklich nur eine Prise, damit die Hefe eine Nahrung hat. Und dann tun wir 10 Gramm Hefe rein. 10 Gramm ist relativ wenig, aber dafür muss man es 2 Stunden gehen lassen. Wenn ihr einen Tag Zeit lasst zum Gehen, braucht es bei weitem nicht so viel Hefe. Hefe nimmt den Geschmack, das wissen wir alle. Und die 10 Gramm, das reicht leicht. Aber man muss es halt einfach 2 Stunden gehen lassen. Wer Zeit hat. Aber eigentlich ist Brotbacken ja überhaupt nichts dabei. Zutaten herrichten, eine in die Maschine durchkneten und einfach irgendwo hinstellen, wo keine Zugluft ist. Und das ist gewesen. Und da kannst du dann eben die ganze Wohnung aufräumen. Natürlich kann ich jetzt nicht alle Türen aufreißen, aber ich stelle es dann ins Backerl und dann kann ich die Türen auch aufreißen. Und das tun wir jetzt da dazu schütten. Und ich muss jetzt aber natürlich 2,5 Minuten auf Knetstufe. Und ich muss jetzt aber noch dazu sagen, dass der Teig ein bisschen pickrig ist. Man muss einfach ein bisschen mit mehligen Händen arbeiten. Also da schreckt es nicht, der Teig ist ein bisschen pickrig. Einfach Mehl auf die Hände und ein bisschen Mehl auf den Teig auf, damit ihr ihn schön rausheben könnt. Einmal durchkneten, eine Kugel machen und 2 Stunden auf die Seiten stellen. Zudecken mit einem Geschirrhängerle und einfach auf die Seiten stellen. Und dann, wenn er gegangen ist, dann bin ich wieder bei euch. Gell? Viert euch mal. So, bin ich wieder da. Der Tag ist gegangen. Super schön aufgegangen. Jetzt tun wir einfach ein bisschen, aber bitte tut die Hände mehlig machen, weil sie erwickt ein bisschen. Und ist relativ weich. Einfach so zusammenkneten. Einfach immer in die Mitte rein und durchkneten. Und dann tun wir ein Mehl in das Gärkörbel rein. Ich tue das immer mit dem Sieb, weil dann kommt das schön überall in die Ritzen rein. Und dann fällt der Tag auch ganz leicht aus, wenn er, da schaut es aus. Bei mir, wenn ich Brot backe, das müsste eigentlich gar nicht sein. Siehst du, er pickt einfach.
Das ist das einzig Negative, aber es ist einfach ein gutes Brot. Dann tun wir das jetzt da rein. Immer die Naht beim Gärkabel da oben. Das schöne glatte Teil unten, weil es wird dann auch wieder umtrennt. Einfach die Naht nach oben, da schön rein. Jetzt tun wir nochmal ein Tuch auf. Und ich schalte jetzt das Backerl ein auf 240 Grad Heißluft. Und solange das Backerl vorheizt, lasse ich das den Tag nur stehen. Wenn das Backerl vorgeheizt ist, wenn es wirklich die 240 Grad hat, dann tue ich eine Schüssel rein mit Wasser und dann tue ich das Brot auf ein Backblech auf, also zuerst ein Papier auf, ein Backblech auf und dann lasse ich es so 10 Minuten, aber das schreibe ich genau rein, 10 Minuten, eine Viertelstunde auf die 240 Grad, dann schalte ich zurück auf 180 Grad und bei den 180 Grad lasse ich es noch so eine halbe Stunde backen. Und wenn das fertig ist, backen ist, dann zeige ich euch, wie es ausschaut. Okay? Gut. Probiert es, das ist echt gut. Pfiat euch dabei. So, Brot ist fertig. Bitte, wenn ihr das Brot backen habt, auf ein Gitter, das unten auf Luft kriegt. Weil wenn ihr das auf was drauflegt oder am Blech drauf lasst, dann wird euch das schneller grau, weil da bildet sich unten die Feuchtigkeit und das Brot muss einfach trocken sein, weil sonst wird es grau. Also bitte beachtet das. Und dann, wenn ihr es aus dem Rädel raus tut, tut ein Geschirrhangerle drüber legen. Das saugt auch noch die Flüssigkeit vom Brot ein bisschen aus, also die Feuchtigkeit, was oben auf ist. Und dann bleiben euch auch die Krusten relativ lang knusprig. Das ist jetzt das selber gebackene Brot. Heute ist da ein bisschen aufgebrochen. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich mag das eigentlich auch ganz gern. Ich mag das, habe das auch früher mögen, wenn man es beim Bäcker kauft. Weil dann weiß man, dass es mit der Hand gemacht ist. Weil die Maschinenbrot schauen alle gleich aus. Aber ja, es ist ein bisschen aufgebrochen. Aber so ist es dann. Schmecken tut es echt wirklich gut. Und Dinkel. Muss ich jetzt auch mal dazu sagen, Dinkel ist einfach gesünder wie der Weizen. Gell? Also, und Dinkel könnt ihr immer eins zu eins austauschen mit Weizen. Ist überhaupt kein Problem. Gleich viel wie das Weizenmehl genommen habe, das Dinkelmehl nehmen. Wer jetzt mit dem Weizen auch Probleme hat oder einfach mal was anderes will. Ich lasse das jetzt so auskühlen. Aber wie gesagt, bitte immer auf ein Gitter stellen, sonst wird es euch grau. Gell? Ich habe es 15 Minuten drinnen gehabt bei den 240 Grad und dann habe ich es zurückgeschaltet auf 180 Grad und habe es nochmal 30 Minuten drinnen gehabt. Das reicht. Es ist schön braun und knusprig. Macht es noch. Dann wünsche ich euch gutes Gelingen, wenn ihr es nachmacht. Danke fürs Zuschauen. Ich mache jetzt noch ein Foto und stelle es ins Netz. Und bis zum nächsten Video. Pfiat euch!